Eine spannende Zeit ist in der Kirche angebrochen. Es ist die Heilige Woche oder auch Karwoche, Endspurt bis Ostern. Diese Woche ist pickepacke voll mit Gottesdiensten und Bräuchen. Einen ganz besonderen Brauch möchte ich euch heute vorstellen. Oder habt ihr morgen Abend schon was vor? Wenn nicht, bleibt dran und ihr erfahrt, wie ihr ganz Corona-konform morgen Abend etwas Spannendes erleben könnt. Bis gleich. An Palmsonntag werden Palmstöcke gebastelt und gesegnet. Am Karsamstag gibt es Speisensegnungen, an Ostern werden Feuer angezündet und Lieder gesungen. Aber was gibt es Besonderes am Gründonnerstag zum Beispiel? An diesem Tag denken wir Christen an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod. Brot wird gebrochen und Wein geteilt. Die Erinnerung daran ist ein zentrales Anliegen der Kirche. Nach diesem bedeutsamen Mahl ist Jesus mit den Jüngern in den Garten Gethsemane am Jerusalemer Ölberg gegangen. Dort hat er gebetet. Wir nehmen an, dass er wohl um seine Verhaftung wusste. Die Jünger aber waren ahnungslos und immer wieder sind sie eingeschlafen. Wahrscheinlich hatten sie den ein oder anderen Becher Wein getrunken, denn Jesus hat mit ihnen ein jüdisches Pessachmahl gefeiert. Da werden bis zu 7 Becher Wein geleert. Kein Wunder, dass die müde waren. Jesus aber wusste um seine Lage, daher konnte er wahrscheinlich gar nicht schlafen. Eher in Todesangst hat er gebetet, bis dann der Verräter Judas mit den Soldaten anrief. Und genau an diese Situation erinnert ein Ölberggang. Ein kleiner Spaziergang im Dunkeln am Abend des Gründonnerstags. Ich habe den sehr oft schon gemacht. Wohin man gehen kann, das bestimmt jede und jeder selbst. Gut wäre ein ruhiger Platz. Ich bin schon mal auf einen kleinen Hügel oder zu einer Grillhütte gegangen. Aber besser nicht allein gehen. 2 Haushalte sind ja erlaubt. Das ist sicherer im Dunkeln. Und vergesst die Taschenlampe nicht. Am Ort der Stille eurer Wahl angekommen, kann die Erzählung gelesen werden, die von Jesu Verhaftung handelt. Im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums ist die wohl älteste Fassung zu finden. Dann kann noch ein Vaterunser gebetet werden und mit ganz viel Glück seht ihr die Sterne am Himmel und genießt die Ruhe der Nacht. Übrigens sind in dieser Nacht traditionell die katholischen Kirchen bis Mitternacht zum Gebet geöffnet. Also dorthin lohnt sich auch ein Ölberggang. Was haltet ihr von diesem Brauch? Ist das was für euch? Lasst dazu gerne einen Kommentar hier und auch ein Like für den Mike. Und wenn ihr noch mehr Statements oder Themen von uns hören wollt, dann drückt die Glocke und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr euch mal virtuell auf den Ölberg begeben wollt, dann klickt hier diese spannende Doku von Phoenix an. Bleibt gesund, bis bald und eine besinnliche Karwoche.